Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was ich mir mit euch gemeinsam anschauen möchte. Persona 5 Royal oder Royal, ich glaube Royal klingt besser. Ja, das möchte ich mit euch spielen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Koch Media und an Alliance, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben, dass ich es mit euch spielen kann. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das Ganze plane, denn inhaltlich gibt es da so ein paar gewisse, das heißt Beschränkungen, was ich euch zeigen darf, beziehungsweise ab einem gewissen Datum muss ich es als Spoiler kennzeichnen, um eben zu zeigen, hey, da wird Story einfach vorweggegriffen. Ja, das Spiel gab es schon mal in Anführungsstrichen. Das hier ist wieder ein kompletter Vollpreistitel, kostet übrigens 60 Euro und ist für die PlayStation 4 erhältlich. Aber dieser Teil hier, Persona 5 Royal, der führt die Geschichte aus Persona 5 nochmal weiter. Und Persona 5 hat mega gute Kritiken bekommen. Ich habe es damals nicht gespielt, aber jetzt möchte ich unbedingt mit euch reinschauen, weil mich einfach das Konzept total interessiert hat. Wir sind eine kleine Gruppe oder ja, sind mit einer kleinen Gruppe aus Highschool-Schülern unterwegs, die eine Parallelwelt entdeckt haben, wo sich, sagen wir, unterdrückte Charaktereigenschaften manifestiert haben. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ich weiß es nicht. Ja, und wir müssen das hier irgendwie hinbekommen. Schule, Geld verdienen, Freunde und natürlich auch unsere Aufgaben, die uns hier zum Ziel des Spiels führen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, denn uns läuft auch in gewisser Weise die Zeit weg. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Datum darf ich es euch zeigen, ohne es als Spoiler kennzeichnen zu müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel und würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal rein. 24. Dezember ist so unsere Deadline in Anführungsstrichen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Spiel euch gefällt. Ich bin gespannt auch natürlich, wie es mir gefällt. Hatte ich schon gesagt, dass es ab 16 ist? Ich glaube nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Spiel gibt es mit deutschen Untertiteln. Die Audioausgabe auf Englisch und auf Japanisch. Ich muss mal gucken, wo ich das gleich einstellen kann. Hier habe ich ja noch keine Optionen, aber jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Okay, aha, ja. Config, da wird es wohl sein. Japanische Sprachausgabe, aus oder ein. Ah, so schalte ich das hier um. Ja. Ich persönlich liebe ja die japanische Sprachausgabe. Ich werde es jetzt trotzdem mal auf die englische Sprachausgabe stellen, weil ich weiß, dass viele von euch es lieber auf Englisch schauen, weil sie dann eben nicht zwingend die Untertitel mitlesen müssen. Vibration schalte ich jetzt einfach auch gerade mal aus. Dialog-Sprachausgabe lassen wir natürlich an. Automatisch fortsetzen. Mache ich mal aus. Animationsuntertitel ein. Zeiger speichern, Kampf speichern, Persona speichern. Ich lasse den Rest, glaube ich, einfach mal an. Beziehungsweise so, wie er steht. Ja. Ich würde sagen, das machen wir jetzt so. Was auch immer das hier ist. Und auf geht es! New Game. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Du erhältst verschiedene Boni, wenn du einen Persona 5 Speicherstand einliest. Ich habe keine Boni. Da dürfte jetzt eigentlich, dürfte er keinen finden. Ja, genau. Weil ich ja das Persona 5 nicht gespielt habe. So, Persona 5 Royal lässt sich mit englischer und japanischer Sprachausgabe spielen. Bitte wähle eine Sprache. Ah ja, wir könnten rein theoretisch später auch noch ändern. Wie gesagt, ich lasse es jetzt mal auf Englisch aus den besagten Gründen. So. Und jetzt legen wir los. Ich bin sowas von gespannt, Leute. This story is a work of fiction. Similarities between characters or events to persons living or dead in your world are purely coincidental. Diese Geschichte ist reine Fiktion. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen oder Ereignissen in deiner Welt wären rein zufällig. Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Nur wer den Bedingungen oben zugestimmt hat, hat das Privileg, an diesem Spiel teilzunehmen. Einverstanden. The contract has been sealed. Der Vertrag wurde besiegelt. Das fängt ja schon episch an.
Also, the world is not as it should be. It's filled with distortion and ruin can no longer be avoided. Die Welt ist nicht, wie es was sie sein sollte. Sie ist voller Verzerrung und das Verderben lässt sich nicht mehr verhindern. Those who oppose fate and desire change. From time to time, they were referred to as tricksters. Wer sich gegen das Schicksal auflehnt und eine Veränderung herbeisehnt, sie wurden immer wieder als Trickster bezeichnet. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. Du bist der Trickster. Es ist soweit. Erhebe dich gegen die Tiefen der Verzerrung. Jungenhafte Stimme, es sieht aus wie ein Kätzchen. Gut, und jetzt rennen. This is our only chance. Okay, unsere einzige Chance. Bleib ruhig, jetzt kannst du entkommen. Koffer holen, okay. Verdächtige, unbestätigt, Position halten. Was war das? Keine Sorge wegen uns, mach, dass du da wegkommst. Vielleicht sollte ich das auch doch in den Optionen noch ausschalten für die nächste Folge. Wo muss ich denn hin? Oh! Ach, da geht's weiter. Klettern. Was haben wir hier? Gegenstand benutzen, Skill benutzen, Persona, Deckung, dich verteidigen, Angriff, Nahkampfwaffe benutzen. Ah. Oh, cool. Ich habe tatsächlich aber keine Ahnung, wie das hier mit dem Kämpfen funktioniert, wie ich hier wirklich sinnvoll und zweckmäßig kämpfe. Aiganon. Schwerer Fluchschaden bei einem Gegner oder tapfere Klinge. Kolossaler körperlicher Schaden bei einem Gegner. Mach mal das. Erstmal ein leichter Einstieg. Behind you! Go through that door!
ab durch die Mitte. Wie episch ist das denn mit der Musik im Hintergrund? Catchy. Dude, can you even hear us? Don't worry, I'm picking up everyone's voices. Just go, Joker. Wait a sec. What the? I'm getting a weird reading heading your way. Come on, run! Was kommt auf mich zu? Sieht auch cool aus mit den Fußspuren hier. Ich will mich ja eigentlich jetzt gerade umgucken, aber ich glaube, das sollte ich nicht tun. Shit. Das ist übel. Versteck dich, Joker. Du kommst nie da weg, wenn du immer weiterkämpfst. Versteck dich in den Schatten und schleich dich im richtigen Moment vorbei. Bist du sicher, dass er hier reingekommen ist? Verstanden. Ich setze die Suche fort. Ich glaube, ich sollte es doch vorlesen. Weil ich weiß, dass wir hier ein paar Lesefaule haben. Das ist deine Chance. Renn weg. So. Das ist ja ein Gegner. Verdammt, wie viele davon kommen denn noch? Alles okay? Die Sicherheitsstufe könnte erhöht werden, wenn du dir zu viel Zeit lässt. Ich weiß. Ich suche nach einer anderen Route. Gib mir noch einen Moment. Oh, perfektes Timing. Joker da oben. Kannst du das Ding benutzen und darüber fliegen? Wow. Alles klar. Geh von dort einfach geradeaus. Ah, nicht runterfallen. Joker, halt! Das ist ein Gegner direkt neben dir. So zwei, vier, fünf, sechs, ganz viele. Sechs Stück. Nicht mal, du kannst so viele. Was? Joker, das seltsame Signal von vorhin ist wieder da und es kommt auf dich zu. I'll end this right now. Joker, it's her. She's the weird reading I've been getting. Scheint aber auf unserer Seite zu sein, die Gute. Schickes Outfit, sehr heiß. My weak self relied on you so much. That ends today. Notice wie Senpai. Wow. Okay. Die Signale der Gegner haben abgenommen? Das ist... Daneben! Es ist eine Weile her, dass wir Seite an Seite gekämpft haben. Aber diesmal bin ich dran, dir zu helfen, Senpai. Also, lass uns das gewinnen. Okay, ich würde sagen, einfach erstmal Nahkampf. Wie stark ist es? Wow! Kritisch! Also der Vogel wäre schon mal platt, oder? Hold up, warte, muss ich irgendwas machen? Oh, sehr cool. I think that's the last of them. Ich glaube, das war der letzte. I genuinely have no clue what just happened, but I take it you're okay? Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist, aber geht's dir gut? Wait, bad news.
Halt, schlechte Neuigkeiten. Gegnerische Verstärkung ist unterwegs. Verschwindet da! Bitte geh, ich werde es ihnen schwerer machen, dich zu finden. Du hast doch sicherlich noch etwas als Phantomdieb zu erledigen, richtig? Dann halte ich dich nicht auf. Da ich kein Mitglied der Phantomdiebe bin, habe ich kein Recht, mich einzumischen. Aber vergiss nicht, was wir uns versprochen haben, okay? Wer ist sie denn? Joker, du musst da verschwinden! Los, los, los! Ich hätte so Bock, mal sowas zu synchronisieren. Geh am Ende des Weges die Treppe hoch. Es ist nicht mehr weit. Halte noch etwas durch. To find some kid. You have your teammate to thank for this. You were sold out. Suspect confirmed. Cuff it.